So, es ist mal wieder soweit. Ich durfte ein Paket abholen, das bei meinem Nachbarn abgegeben wurde. Da ist es. Schauen wir doch mal nach, was da drin ist. Kann man das sehen? Es sind eine Menge Bücher. Und es sind nicht irgendwelche Bücher. Es ist die Silberflamme. Ganz schöner Schinken. Also mit Sicherheit der dickste Filiasson-Band bislang. Upp, so rum. Man sieht, die Reiseroute setzt sich fort. Kann man das erkennen? Sehr schön. Wir kommen sogar hinten auf der Rückklappe wieder auf die Südhälfte. Das ist doch schön. Vierter Roman. Was ist da noch drin? Oh, es gibt ein Poster. Hier ist noch ein. Ja, ist das ein Poster? Ich schau mal eben. Jawohl, von unseren lieben Kollegen, den Brüdern Orgel ist dieses Titelbild. Das kommt aus den Blausteinkriegen. Denn wir haben hier ein paar Werke aus dem Fantasy-Programm von Heine. Unter anderem natürlich Nordwärts, aber auch viele andere interessante Bücher. So, was ist denn hier noch so dabei? Also ich finde immer wieder interessant, vorne diese Copyright-Angabe. Und dann, das überblättert man ja normalerweise, das Impressum. Aber wenn man einmal sieht, zwei Autoren, dann kommt noch der Verlag Ulysses Spiele dazu, der eben das Copyright an der Welt hat. Und dann natürlich Heine für diese Ausgabe. Und wenn man mal schaut, das Dramatis Personae endet auf Seite 696. Falsch, 686 habe ich falsch gelesen. 686 ist richtig. Kann man sehen, da war es kurz mal scharf so. Und bereits angekündigt, Schlangengrab, der nächste Band. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich denke, jetzt haben Sie erstmal gut zu tun, wenn Sie sich für die Filiasson-Saga interessieren, diesen Schinken zu lesen. Teilen Sie uns gerne mit, wie es Ihnen gefallen hat. Das interessiert uns immer. Seit heute im Buchhandel Silberflamme. Viel Spaß damit. Auf Wiedersehen.